Ja, hallo, hier ist der Thomas. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Service Mix Trainings. Dieses Mal geht es darum, wie ich Web-Services, ja, ihr habt richtig gehört, die alten Soap-Web-Services, ab und zu gibt es ja sowas auch nochmal. Also ich zeige euch das. Nicht, dass er sowas unbedingt nachmacht, sondern nur, dass er das macht, falls ihr genötigt seid, doch mal noch normale Web-Services einzusetzen. Für den Fall schauen wir uns jetzt an, wie ich mit CXF im Service Mix drin einen Webservice anlegen kann. Ist eigentlich ganz einfach. Wir machen das mal. Ich bin jetzt in der Entwicklungsumgebung in IntelliJ und habe hier ein ganz schnödes Java-Interface mit der Webservice-Annotation und einer Methode getSaldo, der ich ein Konto übergebe. Ich habe eine Implementierung, hier eine Klasse. Kontoimpel, die Konto implementiert und die hat eine Methode, die getSaldo überschreibt. Wir bekommen ja eine Kontonummer rein und wir geben immer 1000 zurück. Also ganz einfache Service-Implementierung, ganz einfacher JAX-WS-Code, nichts Besonderes, keine WSDL, wir generieren alles aus dem Code. Ja, was habe ich noch? Ich habe hier meine Blueprint-Beschreibung. Und da drin ist eigentlich relativ wenig. Zum einen deklariere ich jetzt, hätte ich auch weglassen können, den CXF-Bus und benutze dann CXF-Feature-Logging, damit ich ein bisschen was sehe. Die Nachricht soll man dann auch ins Log schreiben, die drüber läuft. Und das Wichtige ist, ich definiere einen Endpunkt. Die ID von dem Endpunkt ist Kontoservice und die verwendet unsere Implementierung unter der Adresse slash Konto. Ja, was schaue ich noch nach? Ich schaue noch im POM nach, wie das Ganze heißt. Das ist jetzt DE-Prädikat CSMX CXF Sample in der Version 1.0.0. Packaging ist wieder Bundle und da unten finden wir entsprechend das ja, Maven Compiler Plugin auch, aber das wollte ich hier, das Maven Bundle Plugin, dass man hier. Ja, dass mir ein Bundle erzeugt, das ich dann auf dem Service Mix deployen kann. Ja, erfolgreich. Ich habe mein Bundle und das kann ich jetzt im Service Mix installieren. Dazu verwende ich wieder ein Install und Groupname, Artefaktname von Maven direkt übers Maven Repository. Zieht er jetzt das Ganze und installiert mir hier Bundle 246. Mit einem Start starte ich das und schau mal nach. Hat funktioniert. Jetzt kann ich mal nachgucken. Display. Okay. Sieht gut aus. Und ich teste mal, ob das ja, Endpunkt zur Verfügung steht. Ich bin hier noch vom letzten Mal in der ActiveMQ-Konsole, aber jetzt gucke ich mal unter CXF. Und tatsächlich, da ist jetzt der Kontoservice getSaldo mit der WSDL. Zack, kann ich aufrufen. Und jetzt könnte ich die WSDL nehmen, beispielsweise mit Soap UI, könnten Aufruf drauf machen. So, im Soap UI richte ich mir jetzt ein neues Projekt ein, ein Soap-Projekt. Ich verwende die Adresse von meiner WSDL. Die zieht er sich. Ich habe hier meine Funktion, Operation, wie es bei den Web-Services heißt. GetSaldo, schick ab und Überraschung, 1000 hat funktioniert. Also ging jetzt ratzfatz, das Ganze zu machen. Wenn man weiß, wie es geht, geht es immer schnell. Aber es geht eigentlich wirklich ganz einfach. Hier ein JAX WS oder auch ein JAX RS, ein Rest in Anführungszeichen Web Service auf dem Service Mix zu deployen. Ja, das war's für heute. Wir haben eine Menge zum Service Mix gesehen. Wir haben uns angeschaut den Felix, Caraf, Service Mix. Wir haben mit Blueprint eine Route geschrieben, eine CAML-Route mit Java. Wir haben CAML an ActiveMQ gekoppelt und wir haben jetzt noch CXF eingesetzt. Das ist, was wir bisher gemacht haben. Eine ganze Menge. Ich denke, das reicht für einen ersten Eindruck vom Service Mix. Wie gesagt, wer mehr zu CAML wissen möchte, der sollte sich vom Tobias seine Reihe anschauen zu
Apache Camel. Ja. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt mir es in die Kommentare, wenn irgendwas noch zum Service Mix fehlt, das euch interessiert. Vielleicht mache ich da noch eine weitere Folge und auch unbedingt sollte ich noch mal eine Folge machen über, wann macht der Service Mix Sinn, wann setze ich den ein. Jetzt sieht alles so toll aus mit, ja, mit dieser Vorführung ist auch alles einstudiert, aber in der Praxis hat der Service Mix doch eine recht steile Lernkurve. Wenn du mehr wissen möchtest, dann empfehle ich dir die Bücher vom Manning Verlag, beispielsweise Camel in Action. Da gibt es im Frühjahr 2017 eine zweite Version, eine Second Edition des sehr guten Camel in Action Buches. Ich warte da schon die ganze Zeit drauf und ja, es lohnt sich aber durchaus in der Zwischenzeit auch noch die alte Version zu nehmen. Also da ist immer noch einiges aktuell und die Grundlagen, die Basic, die Funktionsweise kann man sich da anschauen. Ja, dann auch relativ alt schon, ActiveMQ in Action, lohnt sich aber trotzdem noch. Und OSGI in Action, auch ein bisschen älter, aber da ist noch vieles drin, was so für einen Service Mix gilt. Ja, dann noch eine kleine Werbung in Eigensache. Wir haben eine Schulung zum Service Mix speziell. Dieses Jahr sogar noch eine vom 10. bis 11. November bei uns in Bonn. Da geht es um den Apache Service Mix. Wir machen ähnliche Dinge, die wir hier im Crashkurs gesehen hatten, nur wesentlich tiefer und nochmal einiges mehr. Es kommt OSGI viel tiefer dran, klar. Blueprint Deployment, XML Deployment. Ja, Camel noch ein Stück weit, Betrieb, Operating, Fehlersuche vom Service Mix. Und außer dem Service Mix haben wir noch ein paar weitere Schulungen im Umfeld, zum Beispiel die ActiveMQ-Schulung, auch noch mal ein Termin, 3. bis 4. November, dieses Jahr noch 2016 in Bonn. Ja, und wir haben garantiert wieder auch demnächst Camel-Termine. Ich glaube, da ist auch sogar einer im, ich schau mal, Integration mit Camel. Da müsste man dieses Jahr auch noch einer haben. Moment, Integration Camel. Da ist es. Ja, 14. bis 15.11. gibt es noch eine Camel-Schulung in Mannheim. Ja, und wer sich anmeldet auf diese Schulungen und sich auf das Video bezieht, also gerade auf diese Termine hier, der bekommt nochmal 10% Rabatt. Würde mich freuen, wenn wir uns bei einer von diesen Schulungen sehen. Ja, bis dann mal. Tschüss.